Verletzungen. Im Sport oft an der Tagesordnung. Während der Saison ellenlange Medical Reports. Zurück bleiben kaputte Spieler. Monatelang verdammt zum Zuschauen. Mühselige Therapie, die an der Psyche nagt. Keine Sorge, MySports hilft mit dem Sportdoktor. Wir sind heute beim Leandro Profico. Er ist Verteidiger bei den Rapperswil Jona Lakers. Hat einen doofen Zusammenprall gehabt. Knieverletzung. 4 Monate krank geschrieben. Ich bin der Dominik, ich bin eidgenössisch undiplomierter Sportdoktor. Und ich habe einen Auftrag zusammen mit meinem Köferli, zu schauen, dass die Sportlerinnen und Sportler wieder ein besseres Leben führen können. Und für das geben wir alles. Für den Leandro wird dieser Tag unvergesslich. Hi, ich bin der Dominik. Leandro, freut mich. Danke. Kommen rein. Danke vielmals. Kann ich einfach mit den Schuhen rein? Gut. Ja, kein Problem. Ah, schön, mit wem wohnst du da? Mit der Frau, jetzt neu, seit dem August. Jetzt dem neu? August, ja. Und? Gut. Ist gut? Alles gut, ja. Eine Frau neu, weil ihr geheiratet habt? Genau, ja. An dem Fall, okay. Gratuliere. Ja, weißt du. Du läufst aber gut. Ich habe gehört, ich habe dort hinten gerade Stück gesehen. Musst du sie gar nicht mehr brauchen jetzt? Nein, ja, gerade weg. Alles... Und nachher ja, ein bisschen langsamer gelaufen, aber jetzt mittlerweile darf ich die Beine schon auf 90 Grad beugen. Zeig mal das. Oh, mir geht's nicht. Oh, excuse. Was schau jetzt mal, was ist das? Ja, in der Schiene. Können wir das mal anschauen? Oder ja. Ist das, soll ich das Hosen anschauen? Ja. Nein, wie der wohl ist. Ich wusste, dass es so eine Sendung wird. Ja. Nein, da ist noch die Narbe. Ah, oh, shit. Ja. Und was haben Sie genau gemacht? Was ist bei der Operation genau passiert? Das Sehnenband ist ganz abgerissen. Willst du hocken? Hey. Ich komme natürlich nicht mit leeren Händen. Möchtest du ein Gocki? Nein, das scheint. Haben wir noch gelesen, oder was? Nein! Ich dachte, ich meine, jetzt kannst du ja mal. Schlieb, merci. Ja, gern geschehen. Die sollte eigentlich hier etwas anbieten. Nein, oder? Schau, ich bin ja da, um zu schauen, dass es dir etwas besser geht und dass du dich wohlfühlst. Weil man sagt, wenn man sich psychisch wohlfühlt, dann geht es mit dem Heilungsprozess auch viel schneller. Gut. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du den heutigen Tag so schön kannst erleben wie nur möglich. Dass es eigentlich der schönste Tag wird von deinem ganzen Leben. Aber für das müssen wir irgendwo durch ein Vertrauen aufbauen. Und ich habe jetzt hier etwas Kleines mitgenommen, dass wir wie so ein bisschen uns besser kennenlernen können. Es ist ein kleines Kennenlernspiel mit ganz vielen Karten. Ich würde sagen, ich tue die jetzt einfach mal ausbreiten und du bist dran. Mach einen Trick, von dem du glaubst, dass die anderen ihn nicht nachmachen können. 90 Grad mit dem Knie kann ich auch. Ja. Die Augenbrauen auf und hier, den kann ich auf und hier, den. Dann mit den Nasenlöchern kann ich auch mal kackeln. Ich weiß nicht, ob das ein spezielles Talent ist. Doch, bei dir geht es nicht so gut. Nein. Ja, siehst du, hier die Augenbrauen. Ja, passt nicht so gut. Hast du eigentlich immer noch alle 10? Ja. Ja, alle deine. Also alle deine? Alle meine, ja. Zeig mal. Ja, ist gut. Aber du bist auch einer der Einzigen, der das noch sagen kann. Ja, ja, also ich habe schon ein paar Sachen ins Gesicht gekriegt, aber es ist nie ein Zahnbruch oder so, ich habe noch Glück gehabt. Darum kannst du so gut Gesichtsgrimasse. Zum Ausweichen. Gut, ich bin dran. Oh, vervollständige den Satz, ich werde nicht glauben, dass ich einmal eine Nacht bei der Polizei verbracht habe. Es war eine Reportage. Das ist ein bisschen lame. Hast du schon mal ein Problem gehabt mit der Justiz? Nein, gar nicht. Also, ja, einfach mit dem Ausweis habe ich mal weg gehabt. Hast du mal weg gehabt? Okay. Ja, das ist eigentlich einmal Anfangsjahr in der 30er-Zone mit 55 glaub, gefahren, weil ich um zu reden auf die WC musste. Also das ist kein Witz. Das ist aber das Problem, ich habe nicht das Schlimmste dabei gedacht, aber ich musste so auf die WC. Und dann habe ich einfach genau diese Passage und dann hat es den Radar gehabt. Also, es klingt, als wäre ein riesen Raser, aber es ist schon gleich. Nein, manchmal kann es einfach schnell gehen. Was ist das schönste Kompliment, das ein Freund dir machen kann? Oh, das ist eine schöne Frage. Sind wir schon Freunde? Wir sind schon Freunde, ja. Seit du reingekommen bist, sind wir Freunde. Nein. Ist jeder so, sofort mit dir? Nein, gar nicht. Was heisst das?
Nein, also ich bin einfach... ich lasse nicht sofort jeder in mein Herz. Also ich tue zuerst abwarten, kennenlernen. Aber wenn er es dann schafft, wenn ich dann den akzeptiere, wie er ist, dann gebe ich ihm mein ganzes Herz. Also ich bin recht ein Herzensmensch. Und ich habe es schon geschafft? Ja, das sind ja alle. Wir haben es schon geschafft. Es freut mich sehr. Gut. Ich finde, wir kennen uns schon recht gut. Ich finde, wir haben auch ein gutes Vertrauen. Jetzt mittlerweile können aufbauen. Ja, das ist ein gutes Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Ich nehme die Karte wieder zurück. Ich habe zwei Gouverne mitgenommen. Du darfst eins ziehen. Und das, was dann drin steht, machen wir. Fallstudie oder klarer Fall? Klarer Fall. Klarer Fall. Kannst du vorlesen? Ein echter Fallpilz ist derjenige, der nicht bereit ist, das Geschehene zu akzeptieren. Berühmtes chinesisches Sprichwort. Studien belegen, dass eine gesunde Verarbeitung der Heilungsprozess beschleunigt. Dazu gehört die Visualisierung des Unfallhergangs. Hast du deinen Unfall schon mal angeschaut? Ja. Ja. Warum? Zum schauen, was genau passiert ist. Wie es passiert ist. Wieso es passiert ist. Ich habe ihn dabei, den Unfall. Schauen wir ihn zusammen an. Es ist so schnell gegangen. Und er hat einfach zuerst einen Check machen. Und ich in die Haus und lasse mein Bein dort. Mhm. Darum. Wenn du das jetzt so anschaust, dann hast du den Moment, wo du denkst, einfach eine Sekunde zurückspulen, wäre ich dort durchgefahren, wäre es nicht passiert. Nein, also ich habe es so oder so gemacht. Also der Weg, weil es so schnell gegangen ist, weil ich einfach nicht gerade in einen reinlaufen will. Also wie ich aus. Es ist halt einfach, dass ich mein Bein dort lasse. Also es ist schwierig zu erklären, ich müsste wegkumpen. Mhm. Also es ist einfach so schnell gegangen. Mhm. Aber ist denn in dem Moment wirklich so, wo du so deine Zukunft siehst und denkst, shit, jetzt weiss ich wirklich nicht, wie es weitergeht? In dem Moment bin ich ja ein bisschen schockiert gewesen, einfach, dass es so lang ist. Aber schon am gleichen Tag, am Abend, bin ich eigentlich recht klar gewesen im Kopf. Mhm. Und gewusst, hey, es geht so und so, mache einen guten Aufbau. Und schlussendlich kriege ich auch noch ein Match am Schluss. Also für mich ist das... Für mich ist es richtig, um auf dem Eis zu sein. Ich habe Freude, wenn ich auf dem Eis bin. Mhm. Gefällt hat dich der Bertschi, Christoph Bertschi von Lausanne. Er hat uns eine Nachricht geschickt. Ich möchte die gerne abspielen. Ciao Leo, hoffe, es geht dir besser. Wie wir wissen, ist unsere letzte Begegnung leider nicht so positiv gewesen. Und das tut mir wirklich leid. Nichtsdestotrotz habe ich mitbekommen, dass du geheiratet hast diesen Sommer und das Kind auf dem Weg hast. Für das wollte ich dir ganz herzlich gratulieren und ich glaube, in der Verletzung hast du gleich auch ein bisschen mehr Zeit gegeben, für dir und deine Frau zu kümmern. Mach's gut und eine gute Besserung. Ciao. Lieb. Cool. Was du für Sachen weiss über mich? Mehr als ich? Ja. Du erwartest ein Kind? Ja. Also deine Frau? Ja. Mega schön, gratuliere. Ja, merci. Ich habe noch mal zwei Gouverne. Das eine heisst Kniebehandlung und das andere heisst Kinesiologie. Oder das? Kniebehandlung. Kniebehandlung. Damit du deine Knieverletzung vergessen kannst und auch auf der Gefühlsebene etwas total Neues erlebst, müssen wir nun die gute Stube verlassen. So, was machen wir jetzt? Ist das angenehm für dich? Ja, tipptopp. Läufst du aber gut? Ja. Läufst gut? Sag es doch einmal, bei den älteren Leuten. Nur das, was ich höre. Schau, er läuft gut. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt miteinander etwas finden, das dir Glückshormon wieder zurückbringt. Und du wieder merkst, hey, da fühle ich mich willkommen. Da werde ich auch gebraucht. Da werde ich auch gebraucht. Und da bin ich irgendwo auch wieder ein Stütze, der wieder etwas zurückgeben kann. Und das mentale Training, das machen wir jetzt miteinander, hier im Zirkus Knie, Rapperswiler Kinderzoo. Checkst du Knie? Schon den Eye-Checker. So,
Herein in die gute Stube. Da sie haben zwar Winterpause, aber machen extra für dich auf. Thorsten! Freut mich sehr, dich zu sehen. Hoi. Dominik, Sportdoktor, das ist der Leandro. Hallo. Thorsten kann definitiv bestätigen, wie ganz viele andere Statistiken, dass wenn man mit Tier im Umgang ist, dass man dann total einfach quasi sofort die Heilungschance hat. Ja, es entspannt dich. Du bist lockerer da mit dem Umgang dann. Ja. Und musst viel einfacher denken. Was willst du lieber, Elefanten oder Giraffen? Ja, Giraffen. Giraffen? Würde ich gerne. Ja. Giraffen oder? Ja, lieber Giraffen gucken. Cool. Wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir, Leandro? Ja gut, ich bin nervös. Bist du nervös? Warum? Ja, weil es mächtige Tiere sind. Das ist unfassbar. Oh, komm. Machst du mit, oder was? Ja, komm. Fühlst du dich wohl? Ja, los, komm. Es geht vor allem darum, dass du dich jetzt wohlfühlst. Das ist der Bobo. Der Bobo. Bobo. Was ist los? Das hat nichts mit dir zu tun. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Wir sind immer etwas zurückhaltend und dann... Der Erste muss mal wollen und dann geht das los. Das ist so riesig. Wie war es? Ja, geil. Nicht sauber. Kannst du ihn so ein bisschen runterholen auch? Darf ich jetzt noch? Ja. Schon geil. So gut. Musst du das mal festhalten, dann merkst du, was für eine Kraft deine Zunge hat. Ich lade da den Vortritt. Und Giraffen sind Dauerfresser. Das heißt, die haben eigentlich den ganzen Tag so viel sie wollen, so viel sie brauchen. Ja, das ist schon wieder. Mama, gotcha. Also, ja. Aber das ist riesig. Und, wie fühlt sich das an? Krass. Ja. Also recht Hunger. Ui. Wie fühlst du dich? Ja, das Knie, ich spüre es nicht mehr. Spürst du es nicht mehr? Kommen wir noch zu den Elefanten, Thorsten. Wenn es noch nicht gereicht hat fürs Knie, dann nehmen wir noch Elefanten dazu. Die Klee. Hey Andro, wir gehen! Ja, Entschuldigung. Du musst angehen. Nein. Da nicht jeder kann. Also, gehen wir mal nach oben. Gucken wir mal, ob wir da wen haben. So, da haben wir Elefanten. Und sie ist natürlich schon am Warten. Das ist unsere Sabu. Sabu ist 35 Jahre alt. Das wollen wir Bananen sichern, sonst ist der Eimer gleich leer. Und da kann man einfach vorne. Zack. Und den Rest macht sie dann alleine. Du kannst dich einfach da mal bedienen. Und da geht der ganze Eimer rein. Also da ist kein Problem. Na, Sabu. Kannst sie gerne auch streicheln. Nicht zu viele. Meinst du? Sind jetzt zu wenig. Zu wenig. Ah, zu wenig. Zu wenig. Ah, sie sammelt. Ja, sie sammelt. Ah, sie sammelt. Sie sammelt, natürlich. Ah, gut, ja, okay. Jetzt muss man sich zu viel bewegen. Ist aber cool. Krass, oder? Siehst du, wie grau die eigentlich sind. Wie alt wird ein Elefant? Irgendwo zwischen 50 und 60 ist so das normale Alter. Was ist das für ein Gefühl? Ja, cool. Ist halt nochmal ein mächtiges Tier, gell, vor dir. So näher. Also, ich war noch nie gesehen, oder? Und auch cool, wie es das Essen nimmt. Also, ja. Ja. Der Leandro hat extra vorbereitet für euch. Extra vorbereitet. Oh, Entschuldigung. Die Bananen auseinandergerissen. Gehen wir zu den Kamelen. Ja. Kommen wir gerne zu den Kamelen. Ich will nicht fertig essen lassen, oder was? Mal, sorry. Alles, was dir gut tut. Alles, was dir gut tut, Leandro. Kümmer leer. Das Rüebli? Darf man das Rüebli geben? Sicher. Ja, wie? Das Rüebli geben? Einfach. Oh oh. Und weg ist es. Und eins ist für dich noch. Nein, ist gut. Eins. Ja. Also falls du Lust hast, kannst du dich mal draufsetzen, Runde rein. Ja, ich weiß nicht, ob ich es heute darf. Geschieden nicht. Geschieden nicht. Er sollte. Wir sind Vegetarier. Das würde mich so glücklich machen, wenn du da drauf wirst und eine Runde drehen wirst. Ja, genau. So ist das nicht gemeint gewesen. So kommt es nicht vor. Ich finde es super so. Lukas.
Muss ich steuern? Nein, das macht der Lukas, sonst verlauft euch hier zwei. Geht's dir schon ein bisschen besser? Nein, musst du noch eine längere, grössere Runde machen. Streu macht das aber gut. Er sieht schon ein bisschen ängstlich aus. Ein bisschen verklemmt, aber ansonsten sieht es gut aus. Oh, ja, dann halt ich nicht gesehen. Ja. Vor allem, wenn er so angespannt ist. Finde ich gut. Bist du glücklich? Schau doch wenigstens zu! Die habe ich ganz zugeschaut. Weißt du das oder muss er noch mal? Ja, ist gut. Danke vielmals. Ich bin froh, dass ich überhaupt... Danke vielmals. Danke. Einfach anheben. Genau, die suchen sich das aus, was sie am liebsten haben. Am liebsten, wenn ein Feind kommt, wenn das Essen kommt. Und? Ja, das sind hungrige Typen. Das sind alles Weibris. Genau, das Männchen ist das mit den gelben Augen. Extra! Leandro? Alles gut, gell? Ich bin am Arbeiten, weißt du? Ja. Alles super. Affentherapie. Das tut schon gut. Tut schon gut, gell? Ja. Ist schön, wenn man etwas zurückgeben kann, oder? Wenn man gebraucht wird. Sie geben mir auch viel. Sie geben dir auch viel, ja. Leandro, langsam Tschüss sagen. Leandro, es ist Zeit. Also, ist gut. Ah, das hast du toll gemacht. Das war gut. Schön. Ja? Hat Spass gemacht. Gut. Ich habe wieder zwei Googles für dich. Blütentherapie oder Rapie in der Blüte? Checkst du? Das ist immer alles so betonen. Ja. Rapie in der Blüte. Rapie in der Blüte? Kannst du aufmachen? Studien belegen, dass beim Schenken Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin ausgeschüttet werden, die eine entspannende und die schmerzlindernde Wirkung erzeugen. Kriegst du Drogen oder was? Was? Krieg ich jetzt Drogen, oder was? Ja. Gut. Das Zitro. So, tschüss zusammen. Jetzt machen wir mal eine Maschine. Wie machst du das eigentlich so mental jetzt? Ich habe mir einfach ein Ziel gesetzt. Eben, das ist, sobald ich so lange Fortschritt gesehen, gespür, ist es für mich mental recht gut. Eben, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich mal einen Rückschlag habe oder so, aber wenn jemand an, der wird kommen. Ja. Aber momentan verläuft alles recht gut und darum ist auch mental überhaupt null Problem momentan. Aber lass mal, warte mal, lass da. Ich habe gerade eine gute Idee gehabt. Es geht jetzt um Dopamin und Serotonin. Es geht darum, dir wieder Glückshormone zu bringen. Kannst du dich ein bisschen verköstigen? Ich bin gerade wieder da. Bis in den Moment. Passt du auf den Koffer auf? Ja, ist gut. So, ich habe kurz 15 Rosen gekauft, weil Schenken macht ja bekanntlich glücklich und gesund. Darum dürfte Leandro die jetzt gerade verschenken, irgendwelchen Menschen. Was Leandro aber nicht weiss, seine Frau wartet da vorne in einem Kaffee und sie wird eine von den Beschenkten sein. Das wird schön. Auf Leute zugehen ist für ihn nicht so einfach. Also er braucht immer so ein bisschen Anlaufzeit. Das heisst, auch wenn wir mal zusammen unterwegs sind, wenn es darum geht, ihn jemanden anzusprechen oder irgendetwas zu fragen, dann heisst es meistens ja, gang du vor. Von dem her ist eigentlich nicht so seins. Darum denke ich, wird es vielleicht schon noch ein bisschen eine Challenge sein für ihn. Nein, bist du Rosa? Nicht Kindes. Zack, weg. Ja, weißt du, wenn so ein Mensch... Madame, eine Rose für Sie? Ja, super. Gratis. Einfach so, aus Goodwill. Kein Interesse. Eine Rose für die Namen? Ja, du musst dich vorstellen, du musst sagen, wer du bist. Hast du das Gefühl, wenn ich Leandro sage, hallo, ich bin Leandro, sagen sie, okay, in dem Fall. Dürfen wir sie ganz kurz stören? Das ist der Leandro, er ist von der Rapi Iona Lakers. Ich würde gerne gratis Rosen verteilen. Und wie ist der Name? Leandro. Und der Name? Profico. Oh. Ja, voilà! Alles klar! Ja, da hinten habe ich ihn. Super! Ja, danke! Ich habe eigentlich nicht auf den Kopf gehitzt. Ja, also dann. Ah, ist für die Tochter, oder? Nein, sie haben es selber geholt. Ja, sie hat ihn selber geholt, genau. Grenzig. Ich wäre auch so. Gute Zeit! Hallo! Jetzt macht er sich aber ganz einfach. Rosa als Geschenk.
mit den Winnern, wenn ihr Lust habt, wie der Leandro. Danke dir. Weiter final. Danke schön. Weiter. Ja, ein kleiner Tag versüßen mit einer Rose. Der Leandro Profico von der Rapperswil-Jona Lakers. Danke vielmals. Bitte, kein Problem. Für Sie auch. Danke vielmals. Kein Problem. Was, einen Heiratsantrag möchtest du auch noch? Nein, ich bekomme einen, weil ich ihn gesehen habe und die Kamera ist von euch. Nein, nein, das wäre zu viel. Das wäre too much. Er ist schon geheiratet, sorry. Ja. Aber sie können von Herzen her. Ich muss dich wieder rausnehmen, das will mit dem Bunt rein. Danke vielmals. Alle miteinander. Tschüss zusammen. Da hättest du beim Aufstieg dabei sein sollen. Ich bin jetzt beim Aufstieg dabei, es geht leichter auf. Stimmt, aber ich mag mich erinnern an die Bilder. Das war super, auch beim Göpp gewonnen haben. Ich laufe an, du redest. Sind die für Sie, oder? Hast du schon noch mitgemacht, oder was? Das musst du machen. Hör auf Flüge. Die sind für dich. Willst du alle die Rosen haben? Nein, so einfach macht er es nicht. Ich glaube, du musst die einfach aufnehmen. Nein, weiss! Also gut, dann machen wir noch etwas. Entschuldigung, darf ich ganz kurz kurze Aufmerksamkeit bitten? Ich bin hier mit dem Rapperswil-Jona Lakers-Verteidiger Leandro Profico. Leider momentan verletzt, aber können wir kurz einen Applaus haben für ihn? Kurzen Applaus! Das ist lieb, danke vielmals. Rosen haben für Sie. So. Und wie fühlst du dich? Losgestellt? Nein. Aber ein bisschen warm ums Herz? Ja, auf jeden Fall. Eben, gell? Es macht einem schon ein bisschen glücklicher. Ja, ein bisschen, ja. Wir haben das Lachen von den Leuten. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich meine, wer hat denn wer angesprochen, wenn du so ein Schüchen bist? Eben dort, da bin ich gewesen. Aha, ja. Hast du alle Mut zusammengenommen? Dort haben wir überwunden. Und? Eins von den wenigen Mal, wo ich mir... Ja. Wie ist das gegangen? Wo? Stenero. Sie war mit der Uni-Hockey-Nazi, ich mit der Hockey-Nazi, aus 17. Dann hatte ich eine Kollegin in ihrer Mannschaft, die ich von Chur kenne. Und nachher, ja, ist sie durchgestanden und dann hat sie mich einfach getroffen, gell? Dann musste ich, das war die einzige Chance. Und ihr seid ja geheiratet seit ein paar wenigen Monaten. Herzliche Gratulation. Ja. Hat er den Heiratsantrag gemacht? Ja. Ganz klassisch? Ja. Mit ein paar Rosen? Nein. Mit einem Ring, oder? Mit einem Ring. Ja. Schön. Finnland. Finnland, ja. In Lappland. Schau romantisch. Bin ich auch stolz auf mich, gell? So. Was ist das für ein schöner Tag, Leandro? Fantastisch. Und jetzt haben wir noch eine letzte Überraschung, aber die kommt nicht von mir, sondern die kommt von der Rahel selber. Ja, und für die müssen wir die Augen verbinden. Ciao, bis bald. So. Ich höre aber schon noch etwas. Also, den Leandro vergessen. Komm, nehmen wir den Leandro mit. Aufpassen bitte. Da durch. Ich bin schon verletzt, gell? Ja, sorry, Entschuldigung. Wir sind noch mal. Perfekt. Sehr gut. Und einfach geradeaus. Wunderbar. Rahel, bist du noch bei uns? Ja, ich bin noch da. Gut. Wie fühlst du dich? Gut. Sehr gut. Alles gut bei dir? Alles gut. Gell, du darfst dich melden, wenn du etwas brauchst. Proviant, trinken, Medikament. Weiß nicht. Achtung, jetzt musst du einen grossen Schritt gegen rauf machen, weil jetzt kommt eine kleine Schwelle. Jawohl, sehr gut. Perfekt. Hast du dich gespürt? Ja. Ja, sensationell. Wunderbar. Ich bin bald da. Ja, perfekt machst du das. Schau mal, wie gut du läufst. Leandro, du kannst da bleiben und jetzt deine Augenbinde abnehmen. Liebe Jungs, wir geben euch hochoffiziell eure Sportler und Spieler zurück. Zurück zum Team. So, die bin ich auch los, oder was? Wie? Die bin ich jetzt los, oder was? Ja, ich muss los, ja. Lass mich mal. Ja, merci vielmals, Jungs. Geil, Sieger. So lange schon ohne euch. Hammer. Das war geil. Das war wirklich geil. Was machen wir jetzt? Können wir auf die Eis?
Also, ciao zusammen. Ciao, Rahil. Viel Erfolg. Tschüss zusammen. So, es ist uns gelungen, erfolgreich einen gesunden Spieler zurück der Mannschaft können zu übergeben. Ich freue mich nicht, wenn sich Sportlerinnen und Sportler verletzen. Aber ich freue mich trotzdem, wenn es wieder eine nächste Folge gibt. Und auf euch ebenso. Ciao zusammen.